Und hier ist die Elke und Elke ist 47. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elke. Um was geht's bei dir? Ich bin eine relativ junge Frau, Mama von zwei Kindern, also von Zwillingen, und bin Krebspatientin und habe ein beschissenes Ergebnis. Habe eine Familie, die auch voll hinter mir steht, um Gottes Willen. Bitte? Habe eine Familie, die auch hinter mir steht, mein Mann, meine Eltern, meine Geschwister, aber ich habe meinem Mann das letzte Ergebnis, das jetzt vor 14 Tagen uns gesagt wurde, noch nicht mitgeteilt. Ich kann es nicht. Ich habe, ja, weiß ich nicht. Du hast gesagt, du hast Zwillinge. Mhm. Wie alt sind die Zwillinge? Die sind jetzt 4. Das war unser Glück eigentlich. 4 erst? Ja, wir haben überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe gar nicht mehr gedacht, ich muss es erklären. Ich habe 2007 angefangen mit Darm-Sigma-Karzinom. Mhm. Chemotherapie und ja, das hat auch gut funktioniert und wir waren glücklich und ja, 2011 ist es leider nochmal zu einer OP gekommen, weil da war nochmal ein Rezidiv und wurde mir ein Ausgang gelegt und unerwartet bin ich schwanger geworden. Mhm. Dann hat man den Ausgang zurückgelegt, weil man... Also ja, du bist in der Erkrankung quasi, ja, während der Behandlung schwanger geworden. Genau. Mhm. Und dann war die Entscheidung Abtreibung oder nicht und das war natürlich für uns ein Zwiespalt und von 3 Ärzten haben 2 gesagt, dass oft erholt sich der Körper, das tut dem Körper auch gut. Also haben wir uns für die Schwangerschaft entschieden und das war auch eine Traumschwangerschaft. Mhm. Also wirklich, Krankheit war, ja, natürlich, sie war da, aber sie war, ja, wir haben uns auf die Kinder gefreut. Mhm. Mhm. So. Vorher hat es nie geklappt und auf einmal hat es geklappt, wir waren glücklich. Du hast auch früheren Beziehungen keine Kinder. Ich lebe mit meinem Mann jetzt 21 Jahre zusammen und da hat es nie geklappt. Also du hast keine Kinder sonst? Ja, genau. Mhm. Und dann waren wir natürlich überglücklich und wir haben es für die Schwangerschaft entschieden. Und habt gesunde Kinder bekommen? Gesunde Kinder bekommen und danach ging es mir einfach immer schlechter. Mhm. Das heißt, ich habe Schmerzen bekommen, ich habe Ausfälle bekommen und ja, dann bin ich in so ein MRT wieder reingekommen. Die Tumorwerte sind extrem nach oben gegangen. Bei den Kontrolluntersuchungen. Das heißt, du musst immer regelmäßig erst alle 3 Monate, dann alle halbe Jahr und dann alle Jahr. Da gibt es so ein, ja, ich sag mal, regelmäßige Kontrollen, wo einfach deine ganzen Werte und du untersuchst. Genau, das müssen ja alle Krebspatienten so müssen das ja machen. Genau, das ist so ein ganz normales Programm, was eigentlich auch sehr gut ist. Die die Grundkrebserkrankung ist ein Darmkrebs. Ja, Sigma-Karzinom. Ein was? Ein Sigma-Karzinom, also das ist unten im Becken, da irgendwo beim Darm, nennt sich Sigma-Karzinom. Man hat uns mal erklärt, weil das wie so ein S ist, darum nennt man das Sigma-Karzinom. Mhm. Das ist im Beckenbereich. Das ist auch entfernt worden und ja, so, aber jetzt, leider ist jetzt es warst auf die Knochen gegangen. Jetzt warst du wieder in im Computer, Tomografen? MRT. MRT, okay. Magnet. Mhm. Also Magnetröntgen und kriegst du so Mickey-Mäuse auf, weil es so extrem knallt. Ja. Also so ein ganz langer, ich sag mal so ein enger Tunnel, ja, ist nicht angenehm, aber das muss halt gemacht werden. Genau. Und, das so, ist halt vorgezogen worden, weil die Werte beschissen waren. Was ist da jetzt rausgekommen? Jetzt der letzte Befund ist, dass der Tumor am Stammhirn sich leider, ja, festgesetzt hat oder dass da jetzt eben eine weitere Metastase ist. Also das ist gestreut und jetzt ist es, ist der Tumor am Stammhirn. Mhm. Ja. Merkst du das? Hast du Schmerzen? Vom Kopf her nicht, von den Knochenmetastasen habe ich Schmerzen her, bin also auch eingestellt mit Fentanyl, das ist so ein Pflaster, was du alle 72 Stunden, was man wechselt. Mhm. Du hast also Knochenmetastasen im ganzen Körper? Mhm. Nee, in der Halswirbelsäule. Ja. 3., 4., 6. habe ich jetzt, das ist eine Metastase und die hat massiv Probleme gemacht. Wo wir dann auch die Halswirbelsäule ist verplattet worden, damit kein Durchbruch, kein Querschnitt kommt, weil Metastasen wachsen ja leider und irgendwann ist auch die Grenze erreicht, dann sagt man, bevor man eine Querschnittslähmung hat, ist das halt eben versteift worden. So. Du machst ja alles, um irgendwie, ja, leben zu können. Natürlich, ja. Jetzt hast du diese schlimme Nachricht, diese niederschmetternde Nachricht, dass im Stammhirn sich das jetzt wieder weitergebildet hat. Das hast du deinem Mann noch nicht gesagt. Nein. Hat er nicht gefragt? Er weiß doch wahrscheinlich, dass du in der Untersuchung natürlich warst. Natürlich, mein Mann war sonst bei allen Untersuchungen dabei. Und jetzt vor 14 Tagen
Ich weiß nicht, warum ich zu ihm gesagt habe, du, es war gelogen. Klar, ich hätte meine, wir hätten unsere zwei Mäuse auch zu meinen Eltern gehen können, aber ich habe gesagt, du, lass mich mal, und ich wollte, ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich gesagt habe, ich gehe alleine hin. Und hat er aber, als du zurückkamst, hat er doch bestimmt gefragt, was ist jetzt? Ja, natürlich hat er mich gefragt und ich habe gesagt, wir reden später drüber, und seitdem schiebe ich das von Tag zu Tag. Glaubst du, er hat eine Vermutung, wenn du sagst, wir reden später darüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war sehr geschockt, weil man uns jetzt auch dies. Ich habe ein paar Tiefthemen im Hintergrund, um es zu erklären. Krebspatienten, die diese Morphiumversorgung machen, auch Hausärzte, aber es ist halt, es nennt sich Palliativthemen. Mhm. Bei Krebspatienten, die stellen einen ein, wenn man eben auf diese Medikamente eingestellt werden muss. Und wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe und nicht auskomme, ich habe eine gewisse Bedarfsmedikation, dann kann man die auch Tag und Nacht anrufen und braucht nicht den ärztlichen Notdienst. Die kommen dann auch nach Hause oder sagen die am Telefon, probier das mit dem oder dem raus. Man hat so verschiedene Möglichkeiten zu Hause. Okay. Des Weiteren haben sie mir jetzt angeboten, ich sollte mir ein Hospiz angucken, und das habe ich verneint. Jetzt musst du mir erklären, Elke, warum du das deinem Mann nicht sagst. Weil, ja, ich weiß nicht, warum, was mich jetzt so abschreckt, ihm das zu sagen. Was ist mit meinem Mann, meinen Kindern danach? Wie soll er das schaffen? Alleine. Alleine großziehen. Hast du Sorge, dass das so eine endgültige Nachricht ist? Ja. Ist diese Nachricht so endgültig? Heißt diese Nachricht, man kann dir nicht mehr helfen? Ja, weil ganz klare Aussage. Also meine erste Reaktion war darauf eigentlich, ja, wann fangen wir an? Gibt es eine Möglichkeit, Bestrahlung, Chemotherapie? Mhm. Und ich habe irgendwas erwartet, dass man sagt, keine Ahnung, irgendwas. Und was haben die geantwortet? Nein. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Dann habe ich erst gedacht, ich bin rausgegangen und ich musste erst mal Luft holen. Mhm. Ich bin dann nochmal reingegangen und habe gesagt, das müssen Sie mir jetzt nochmal erklären. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe ein Brett vorm Kopf. So. Ich dachte, die reden über jemand anders, das bin ich. Ich habe nie was Böses getan, das kann ich nicht sagen. Das heißt, du bist mit dieser Nachricht, der Endgültigkeit ganz alleine seitdem? Nein, mein Hausarzt ist informiert, natürlich. Ich aber sonst mit einem nahen Menschen? Meine Familie weiß es. Nein. Doch, nein. Diesen Vorschlag mit dem Hospiz, habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Palliativmediziner dir das vorgeschlagen haben? Ja. Die habe ich dann natürlich angerufen und habe gesagt, die soll sich den Befund bitte mal zuschicken lassen, weil ich habe echt gedacht, ich habe ein Brett vorm Kopf. Ich habe gedacht, die reden über einen anderen Patienten. Ich habe es nicht aufnehmen können. Was sagt denn? Dann haben natürlich das Palliativteam angerufen und die haben sich natürlich den Befund sofort zufaxen lassen, oder weiß der Geier, jedenfalls riefen die mich dann am gleichen Abend zurück. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und da haben die das mit dem Hospiz gesagt? Ja. Und da habe ich gesagt, nein, also Hospiz kommt für mich gar nicht in Frage. Bestätigt dein Hausarzt aufgrund der Befunde auch die Diagnose, dass man nichts mehr machen kann? Der hat parallel nochmal an die Universität in Hamburg, weil die Neurochirurgen hat das Palliativteam, nicht der Hausarzt, sondern das Palliativteam hat es da nochmal vorgestellt. Und um Hilfe, also um ja zu fragen, ob die noch eine Möglichkeit sehen und auch